Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Space Age. Wir sind immer noch auf Navis. Und auch wenn ich letztes Mal anklingen lassen habe, dass wir vielleicht auf den nächsten Planet gehen, denke ich, wir haben hier noch ein paar lose Ende, die wir vielleicht erst erledigen sollten, bevor wir uns auf einen neuen Planet aufmachen. Aber ich war fleißig seit letztem Mal. Wir haben hier eine Mauer außenrum und wir sehen auch hier das Roboport Grid ist fast schon bis zu allen Mauern ausgedehnt. Und etwas, was ich festgestellt habe, ist, wenn wir die Artillerie manuell abfeuern, da haben wir einen weiteren Bereich. Das war mir bisher auch bewusst. Aber wenn die Artillerie automatisch feuert, dann zielt sie auf Nester oder Würmer. Aber wenn wir hier beispielsweise, weil die Granaten, die haben einen Radius, zwar recht klein, aber wir können den so wählen, dass der zwischen zwei Nestern liegt und zumindest wenn die Nester nahe genug sind. Und dann werden zwei Nester gleich beschädigt. Und wir brauchen immer noch zwei Granaten für die Nester. Aber wenn wir hier die Nester zerstören. Ich dachte, ich hätte hier eine zweite geschossen. Dann bleiben eigentlich nur noch die Würmer übrig und die können wir recht einfach mit unserer Mannschaft hier von drei Angriffspinnen und einer Reparaturspinne beseitigen. Wir müssen da einfach aufpassen, dass wir nicht einen geraden Weg einschlagen, aber typischerweise, was wir da machen können, ist so ein Zickzack-Pattern und dann am Schluss gehen wir irgendwo aus dem Weg und lassen uns Zeit, dass die Spinnen repariert werden können. Und das war recht zeitaufwendig, aber ich denke, wir sind nun in einer besseren Situation. Wir haben hier ein paar mehr Erzfelder, nicht wahnsinnig große, aber wenn wir mehr Erz benötigen, dann können wir das hier dann anzapfen. Wir haben hier unten auch mehr Öl für den Fall, dass wir brauchen. Und so wie es aussieht, sind die meisten Roboports hier inzwischen gebaut. Das heißt, ich plane ein paar mehr ein. Und zwischendurch auch mal das Ganze von oben verlängern. Immer schön schauen, dass die schön aufeinander passen.
Denn nur so bekommen wir ein kontinuierliches Grid hin. Und damit sollten wir eigentlich auch diese Mauer hier in unser Hauptsystem integriert haben. Was heißt, wir müssen uns nicht mehr darum sorgen, dass wir hier unten in den autonomen Mauern, Logistiksystemen, da dann auch genügend Roboter und Reparaturkits haben. Aber das, was ich heute darauf fokussieren möchte, ist dieses eine Nest hier. Denn wenn wir hier sehen, das wird ignoriert, weil wir haben da die Nester mal gefangen genommen. Aber wir haben auch gesehen, das ist nicht wirklich substanziell. Denn um das nachhaltig, um die gefangen halten zu können, müssen wir die mit Bioflux befüttern. Und dafür brauchen wir dieses Shuttle hier, das wir letztes Mal schon mal gebaut haben, aber das mal etwas besser, mehr Logistik, mehr Kontrolle, bessere Verteidigung. Auch mit ein paar Raketen. Und Raketen, die haben einen weiteren Radius. Dafür haben sie quasi einen blinden Fleck in der Nähe. Aber wenn wir hier die Raketensilos anschauen, dann sehen wir, da brauchen wir eigentlich nur drei, je eins auf der Seite, eins vorne. Und dann natürlich zwischendurch da die Geschütztürme. Derzeit plagt uns mal wieder das altbekannte Problem, dass wir zu wenig blaue Schallkreise haben, drum keine Raketen in den Himmel gehen und die meisten von unseren Raumgefährten hier einfach um Navis rumlungern und auf Material warten. Hier dieses nicht ganz. Das ist quasi das Shuttle, das wir manuell befüllen, um die nötigen Materialien hin und her zu transportieren. Und ich denke, wenn wir dieses hier an den Start bringen, dann sollte das Raumschiff nicht mehr für diesen Dienst notwendig sein. Und wir können es verwenden, um zu einem weiteren Planet zu reisen und diesen zu kolonialisieren. Aber das war es erstmal für den Start. Hier das Update, was alles geschehen ist seit dem letzten Mal. Und ich denke, da müssen wir einfach warten, bis unser neues interplanetares Raumschiff fertig gebaut ist, sodass wir da nachhaltig und kontinuierlich die Materialien zwischen den verschiedenen Planeten hin und her schiffen können. Das Solar Shuttle ist bereit, auf die Reise zu gehen. Wir werden es hier zuerst nach Vulcanus schicken, denn das ist der nächste nach Gleba, nach Nauvis, meine ich, wo wir sind. Und wie bereits erwähnt, haben wir hier zusätzliche Bedingungen auf Vulcanus und auf Nauvis, um sicherzustellen, wir haben genügend Munition, um den Asteroiden Herr zu werden. Und hier bei den Raketentürmen, da gibt es auch eine Reihenfolge, wie die, oder eine
Priorität, wie die Asteroiden angegriffen werden, und die mittleren kommen hier ganz am Ende, denn ich denke, die mittleren, die können wir auch mit der gelben Munition klein kriegen. Und wenn wir hier anschauen, was haben wir von Vulcanos, holen wir uns die verschiedenen Wolfram-Produkte plus die großen Miner plus etwas Landausschüttung, dann auf Gleber holen wir uns die Kohlenstofffasern, den Bioflux und die Raketentürme, und von Nauvis, da exportieren wir Sprengstoff und Reparaturkits. Reparaturkits natürlich ausschließlich für unsere Plattform. Für den Fall, dass da was kaputt geht. Aber wir haben auf den verschiedenen Planeten Raketen oder die Frachtlandeplätze so eingerichtet, dass wir da die verschiedenen Materialien entgegennehmen, die wir erwarten. Und möglicherweise, was ich noch nicht habe hier auf Vulcanos, das können wir gleich noch machen. Sagen wir, okay, gib mir auch bis zu 50 ist vielleicht etwas viel, 20 von den Raketentürmen. Und hier auf Nauvis, da haben wir ja dieses Nest hier unten, das wir initial mal versucht haben mit den, Raketen für Gefangennahme gefangen zu nehmen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Denn für eine nachhaltige Gefangennahme brauchen wir Bioflux. Darum haben wir hier jetzt dieses Setup mit einem Raketenturm, den wir mit den Geschossen füttern. Nur der Greifarm, der jetzt hier noch falsch orientiert, denn was wir für eine nachhaltige Situation auch brauchen, ist Bioflux. Und das werden wir bekommen, sobald das Solar Shuttle das erste Mal sich auf dem Rückweg befindet. Unser Shuttle ist soeben angekommen mit Bioflux. Das heißt, nun ist es an der Zeit, hier den zweiten Versuch zu unternehmen, hier etwas Bioflux in die gefangenen Nester reinzufügen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird. Ja, wir haben die Technologie erforscht und hier können wir nun die Beißereier ernten. Wir bekommen, ist es ein Beißerei oder 10 Beißereier? 5 pro Erntevorgang. Und damit haben wir die Forschung freigeschalten für das hier.
Das hier sollte hier dann das nächste sein, was wir erforschen, sobald wir hier wieder... Oh, wir haben ein paar... Wissenschaftspakete für von Gleber. Somit werden wir das gleich nutzen, denn es hat keinen Sinn, die verderben zu lassen. Das hilft niemandem. Und sobald wir die Produktivitätsmodule Nummer 3 haben, müssen wir sehen, wie können wir die herstellen und wo machen wir das am besten. Es sieht so aus, wie wenn das Setup für die Produktivitätsmodule quasi 1:1 identisch ist wie das für die Tempomodule. Einfach, dass wir statt dem Wolframcarbid Beißereier brauchen für die letzte Stufe. Das heißt, wir können hier eigentlich genau dieses Setup hier einmal kopieren. Das war der falsche Knopf. Wir brauchen das hier auch. Und dann machen wir das mal so. Und hier müssen wir dann natürlich die ganzen Maschinen und Anforderungskisten entsprechend umstellen. Dass wir das Richtige herstellen. Aber das ist letztendlich ein Detail. Hier wollen wir die haben. Und dann brauchen wir hier die weißen Eier. Wo sind sie? Hier. Und dann sollten wir Produktivitätsmodule Nummer 3 bekommen, die wir natürlich dann überall auf unseren Planeten brauchen. Die Speed-Module, die Tempo-Module produzieren wir derzeit hier. Wir haben auch ein Setup auf Vulcanus. Ich glaube, auf Gleber produzieren wir keine. Da müssen wir sie importieren. Aber hier brauchen wir auch nicht wirklich die große Anzahl. Aber möglicherweise, ja, hier überall, wo wir Raketensilos haben, da sind definitiv Produktivitätsmodule von Vorteil und vielleicht dann auch ein bisschen Beacons und Tempomodule, um der Produktivität entgegenzuwirken. Das heißt, wir werden dann, sobald wir hier etwas Vorrat haben, werden wir das Setup hier ergänzen, so dass wir von Nervis Produktivitätsmodule exportieren und die nach Vulcanus und nach Gleber anfordern und natürlich die Anforderung auf dem Planeten wird geringer sein als das, was wir effektiv am Raumschiff haben, so dass quasi, wenn wir weiterreisen, ein bestimmter Anteil an den Produktivitätsmodulen zurück auf dem Raumschiff bleibt, so dass wir nicht kontinuierlich Produktivitätsmodule herstellen müssen. Und so wie es aussieht, haben wir unser erstes Produktivitätsmodul 3 erforscht. Und natürlich
werden wir die hier auch auf Nauvis zu einem guten Zweck einsetzen, vornehmlich hier in der Forschung, im Raketensilo, aber dann auch überall in unserer Chipsproduktion und unserer Produktion für die Fläschchen, denn da können wir überall mehr rausholen mit weniger Material. Die Produktion läuft und dank den Beißereiern bekommen wir hier auch einiges an Produktivitätsmodulen Nummer 3 raus. Wenn wir uns die Herstellung hier anschauen, dann sind wir, vielleicht wenn wir das auf Minutenbasis anschauen, sind wir bei 3-4 Stück die Minute. Und das ist auch etwas, was wir brauchen, denn ich habe hier überall unsere Fabrik etwas aufgedatet, sodass wir entweder Montagemaschinen haben, wo wir ein Setup mit Tempo und Produktivität haben. Ein Tempo, 3 Produktivität, das kompensiert da den Geschwindigkeitsverlust von den Produktivitätsmodulen und so bekommen wir in der Regel 30% mehr raus und sind dabei leicht schneller als ohne. Wir sehen das hier auf der linken Seite, Produktivität plus 30%, Herstelltempo plus 5%. Natürlich auch mehr Umweltverschmutzung, aber das ist etwas, was mich hier nicht groß kümmert. Und wir brauchen noch einige von den Produktivitätsmodulen, denn ich habe die überall reingepackt, wo es Sinn macht. Hier beispielsweise vollständig 4 Module in die Montagemaschinen, denn wir können da daneben noch Beacons hinstellen mit den mit Speed, mit Tempo. Und wenn wir hier schauen, dann sehen wir, da haben wir sogar 200% Tempo und 40% mehr Produktivität, was sehr gut ist. Hier habe ich ein weiteres Modul hier hinten angehängt, denn wie wir sehen, wir haben nicht allzu viel rote Schaltkreise. Wir könnten mehr grüne Schaltkreise brauchen, wir könnten mehr blaue brauchen. Ich habe da ein paar Ideen, aber dafür müssen wir auch schauen, dass wir mehr Ressourcen vorne reinbekommen. Und der Weg dazu ist auch wieder über Module und Beacons. Ich habe hier überall die Schmelzen mit Beacons ausgestattet und auch in den Schmelzen, da sind die Produktivitätsmodule drin, die Bänder hier sind schon so vorbereitet, dass wir hier hinten dann einfach mit Blau raus können. Aber die blauen Bänder, die hören hier beim Balancer auf. Denn ich möchte zuerst hier die ganze Schmelzanlage mit Produktivitätsbeacon ausstatten. Die Verwendung von Modulen und Beacons führt auch dazu, dass wir einiges an Strom verbrauchen. Und ich denke, daher ist es an der Zeit, dass wir ein zweites Atomkraftwerk uns gönnen. Und ich mache das einfach mal so, dass ich das hier kopiere. Und dann packen wir das einfach nochmals hier hin. Dann ein bisschen Landaufschüttung.
hier ein paar Pumpen verbinden wir. Die machen wir so ran. Und das sollte uns dann genügen, um mehr Strom rauszubekommen, so dass das unser Setup auch läuft, wenn wir da alle Module platziert haben. Und der nächste große Schritt wird dann sein, wie bekommen wir da mehr raus? Aber das ist wahrscheinlich etwas, was wir nicht gleich angehen, sondern da machen wir wahrscheinlich nächstes Mal erstmal einen Ausflug zu einem neuen Planeten und dann können wir sehen, wie können wir das Setup hier auf Nauvis verbessern. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Bis dann und tschüss!